Du bist noch gar nicht müde, ne? Und du? Bist auf Klo. Kannst du nicht schon gehen? Kannst du noch nicht. Deswegen gehst du jetzt schlafen. Schließlich ist es 6 Uhr morgens, ne? Muss gar nicht. Yay, die ist verantwortlich. Yay, Fourier hat die Verantwortung vollständig entwickelt. Das heißt, Fourier feiert heute Geburtstag. Endlich kein Kleinkind mehr. Nur noch Frederick. Knack. In deiner Laune. Du darfst direkt mal diesen Typen hier anrufen. Oh Gott, Riz. Vemboy Barovi. Gungene Ansa. Wird gleich da sein. Da ist er schon. Ist das bitter? Ja, schafft ihr das? Bist du wieder festgebackt? Ja. Ja. Ein bisschen buggy hier. Sie schaffen es. Und du gehst zur Schule? Es ist Samstag. Du musst gar nicht zur Schule. Wie geil ist das denn? Hast du auch alles fertig? Dann kannst du dich da ein bisschen drum kümmern. Du kannst aber auch schlafen gehen in einem richtigen Bett. Kino schlafen auch. Und? Badam! Yeah, schafft. Finde ich gut, hat sie geschafft. So, dann kommt der auf die Liste. Das ist Nummer 29. Es ist wahrscheinlich. Wir haben hier Ralf Kreitz von Estelle, den Papst. Estelle Schule? Wo ist Estelle? Was ist Estelle hier? Ach, der ist schon gar nicht mehr sichtbar. Gibt's schon nicht mehr. Schon irgendein Nachkömmling von denen. Der trotzdem Säugling ist, der Senior ist.
So, die darf jetzt gleich schlafen. Da haben wir das Ziel schon mal erfüllt. Ah, und die darf jetzt auch gleich einen Geburtstagskuchen machen, ne? Wer ist das? Nein, wir gehen nicht ins Restaurant. Marie Lamberts, ich glaube, das ist eine Enkeltochter. Kochen. Erstmal für Dom das Essen aussortieren. Dann wird hier einmal gekocht. Und was machen wir denn für eine Torte? Schokoladenkuchen. Einfach. Jetzt verschwindet der auch wieder. Sehr schön. Die verschwinden nämlich alle wieder. Manche sind penetrant und kommen immer wieder, aber manche auch nicht. Hier, Geburtstagskerzen. Und dann darfst du okay. Nee, nicht du. Geht das? Übelkeit, ja. Oh, ein dreckiges Kind. Ein dreckiges Geburtstagskind. Unabhängig. Wir machen jetzt mal. Kreativität ist die andere schon. Machen wir Motorik. Und dann machen wir hier einfach unabhängig aktiv. Und ihr kriegt jetzt ganz viele Geschenke. Wie sieht sie denn aus? Abgesehen davon, dass sie stinkt. Sieht sie traurig aus, weil die stinkt. Oh Gott. Du fühlst dich auch unwohl, weil du müde bist. Danach darfst du einfach mal ein Milch-Honig-Hafer-Bad nehmen. Und der Kuchen kommt in den Kühlschrank. Hatte ich hier nicht so ein Fitnessgerät irgendwo? Die muss doch. Hatte jemand geschrieben, mehr trainieren. Ich glaube, die habe ich verkauft. Einmal unter Fitness. Also ein Moped hier rein. Das ist hübsch. Warum nicht? Bist du doof? Mach mir ins Sargszimmer.
Mir geht's gleich wieder gut. Hier spulen wir mal vor. Ja, vor allem habe ich mir voll viel Zeit genommen für dich. Nee. Hallo, Fordor. Theoretischen Fordor und Fourier, ja, glaube ich, Zwillinge, ne? Im echten Spiel. Ah. Bei ihr können wir ja. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon mal einmal, wie man sich verbiegt. Besorge dir ein Ninja-Outfit. Finde einen Ninja, der dich ausbildet. Ein Outfit. Und der Ninja darf jetzt einmal zeichnen. Eine Form. Weil das andere kann sie ja schon. Fahrzeug hatte sie ja, glaube ich, schon als erstes gezeichnet. Und wenn du deine Hausaufgaben fertig hast, kannst du auf dem Spielturm spielen. Und du? Oh, du musst schlafen. Aber mach erstmal den PC hier ganz. Was ist los mit dir? Wütend? Ja, sei mal wütend. Tschick, tschick, tschick. Was machst du? Du machst noch so lange Hausaufgaben. Darfst du jetzt fertig machen? Hatte die nicht so geile Locken? Hat die jetzt nicht mehr, ne? Das sieht aber nicht aus wie Form, das sieht aus wie ein Baum. Glitzer drüber streuen. Zeichnen. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Instrumente haben. Du bist traurig, weil du Hunger hast. Dann Frederik Essen geben. Joghurt. Kommt es denn selber runter? Keine Ahnung. Ja, es wird geholt. Nein, wir machen kein Karaoke. Ich hab dieselben Frisuren, ne? Ist das eigentlich fertig gezeichnet hier? Müde, aber ihr geht jetzt alle mal ins Bett, weil ich den Tag jetzt hier beende. Ich gehe noch duschen. Ist das tatsächlich auf dieses ekelhafte Klo? Kann ich das nicht sauber machen?
säubern. So, du gehst jetzt auch ins Bettchen. Na, was ist mit dir? Du bist noch nicht. Ach, egal, wir machen Frederik im Schaumbad und dann gehst du schlafen. Und ich werde jetzt hier mal speichern und ausmachen, weil der Tag jetzt auch hier zu Ende ist mit 0 Uhr am Sonntag. Montags wieder Schule. Ich denke, die Vorder wird noch in die Schule gehen. Die Fourie, weil die erst gealtert ist, wird morgen nicht in die Schule gehen, glaube ich. Aber ja, schauen wir mal, was dann die nächsten Tage da passiert. Jo, dann bis dann. Tschüss.